Einen schönen guten Abend zu unserem heutigen Webinarangebot in unserer Webinarreihe der Grünen im Bayerischen Landtag und insbesondere zu der Webinarreihe zur Verkehrspolitik, zur Mobilitätspolitik, die mein Team und ich jetzt schon seit 1,5 Jahren anbieten und das sich großer Beliebtheit erfreut. Insofern darf ich auch heute zu ein sehr großes Auditorium begrüßen. Wir hatten über 160 Angemeldete und wir haben auch nicht nur überproportional viele Angemeldete, sondern wir haben auch eine hohe Quote der Anwesenden. Schon 110 Leute sind jetzt hier, kommen bestimmt noch ein paar hereingetröpfelt. Das ist beides ist sehr erfreulich. Genau, und deswegen, es überrascht mich gar nicht mal so sehr, dass es so viele sind heute Abend, weil ich mir schon gedacht habe, dass das Thema in unserer fahrradfreundlichen Partei mit 3000 Kommunalos, die wir haben seit der letzten Kommunalwahl, auf großes Interesse stoßen wird. Denn wir haben heute Abend hochkarätige Gäste. Wir haben die Hauptreferentin, die Geschäftsführerin der AGFK, der Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundliche Kommune, bei uns, die Sarah Guttenberger, die uns mit Sicherheit mit einem spannenden Vortrag davon überzeugen wird, wie sinnvoll es ist, bei der AGFK dabei zu sein als Kommune und von den Vorteilen, die die AGFK bietet, zu profitieren. Und danach natürlich für die Frage, für die eure Fragen zur Verfügung stehen wird. Ferner geben uns noch nach Sarah Guttenbergers Vortrag einen kurzen Einblick aus der Sicht unserer kommunalpolitischen Vereinigung und aus kommunalpolitischer Sicht, nämlich Luise Crispens aus der Sicht der Städte in Bayern und Franzi Senftel aus der Sicht der ländlichen Kommunen. Beide sind im GRIPS-Vorstand. GRIPS ist die kommunalpolitische Vereinigung der grünen KommunalpolitikerInnen in Bayern. Zum Auditorium. Wir haben geschaut, wer so alles unter den ZuhörerInnen ist und das, so zumindest manche kennt man persönlich. Wir haben auch nach den Domains natürlich geschaut, der Anmeldeadressen, wer so alles da ist an Organisationen. Ich freue mich sehr natürlich, dass der ADFC gar nicht mal so überraschend bei dem Thema vertreten ist, nämlich mit der Geschäftsführerin Petra Hussemann-Röf. Schönen guten Abend an dich. Der VCD, der Verkehrsclub Deutschlandes, mit dem Vorsitzenden des Landesverbands Bayern, Bernds Lucca, hier vertreten. Wir haben aber auch andere Initiativen hier. Die Technische Universität München ist da, die Wissenschaft vertritt. Wir haben aber auch MedienvertreterInnen da, unter anderem den Bayerischen Rundfunk. Und dann hat sich auch angemeldet Eike Halitzke, unser ehemaliger Landesvorsitzender der Bayerischen Grünen und viele, viele andere KommunalpolitikerInnen, viele auch Weggefährten von mir persönlich. Es freut mich, so viele bekannte Namen auch zu sehen. Schön, dass ihr alle da seid. Kurz zum Ablauf noch und dann bin ich auch schon fertig mit der Einleitung. Wir machen bei dieser Webinarreihe immer relativ konsequent nach einer Stunde Schluss, egal wie viele Fragen möglicherweise noch offen sind und erhalten für diese Konsequenz auch viel Lob, nämlich die Sache kompakt zu halten und nicht zu zerfleddern am Ende und zerfransen zu lassen, sondern kompakt zu sein. Also alle, zumindest sagen wir mal, die nicht drangekommen sind, loben da nicht ganz so stark, aber die anderen finden es gut, dass man dann auch zum Ende kommt. Das wird also in circa 53 Minuten schon der Fall sein. Sarah wird 20 Minuten sprechen, Luise, Franzi kurz eben aus kommunaler Sicht ergänzen. Die Präsentation, die gezeigt wird, die wird im Nachgang an alle Angemeldeten versendet. Ihr braucht also nicht alles mitschreiben und braucht auch nicht danach fragen. Und wenn ihr Fragen aber trotzdem habt, nämlich zur Sache, dann stellt ihr die bitte in die Fragebox und das findet ihr seitlich in dieser Toolbox, die euch da eingeblendet ist. Da gibt es das Fragetool, da könnt ihr reinschreiben, wenn es ganz einfaches Fragen sein sollten, die Fabian Norden, den ich hier noch begrüßen möchte, den Technikexperten in meinem Team und den Beauftragter heißt nicht, den parlamentarischen Berater für Mobilität, Schwerpunkt Fahrradverkehr der Grünen Landtagsfraktion, der heute Abend moderieren und die Fragen steuern wird und einbringen wird. Wenn es einfache Fragen sind, beantworten wir die gleich direkt im Chat, aber ansonsten werden sie natürlich dann sortiert und strukturiert von Fabian hier an die Referentinnen eingebracht. Das war's auch schon. Jetzt wünsche ich spannende Unterhaltung und eine gute Fragediskussion im Anschluss. Sarah, bitte, du hast das Wort. Ja, vielen Dank, Markus. Zunächst möchte ich mich auch nochmal für die Einladung bedanken. Es freut mich, dass ich die AGFK heute vorstellen kann und wir auch über das Thema Radverkehr diskutieren können. Genau, ich hoffe, Sie sehen jetzt alle meine Präsentation. Ich sehe Kopfnicken, das ist sehr gut. Genau.
Zum Einstieg möchte ich Ihnen ein ganz aktuelles Ergebnis einer Umfrage vorstellen. Und zwar hat das Sinus-Institut im Zusammenhang mit dem Fahrradmonitor 2021 eine Umfrage zum Thema Radverkehr durchgeführt und da auch eine Vertiefungsstudie für Bayern erstellt. Es wurden über 700 Teilnehmerinnen befragt, wie sie die Landesregierung grundsätzlich einstufen mit Blick auf die Fahrradfreundlichkeit. Und man sieht die verschiedenen Ergebnisse zwischen 2017 und 2021. 2017 haben noch 61% die Landesregierung als fahrradfreundlich eingestuft, das heißt mit Note 1, 2 oder 3 bewertet, bis zum Jahr 2021. Ist diese Einstufung der Fahrradfreundlichkeit auf 49% gesunken. Ähnlich wurde auch mit Blick auf die Kommunalpolitik gefragt. Die wurde 2017 noch zu 69% als fahrradfreundlich eingestuft. 2021 ist diese Fahrradfreundlichkeit auf 59% in der Einschätzung zurückgegangen. Da ist natürlich die Frage, warum hat sich das so entwickelt? Sind beispielsweise die Ansprüche der Radfahrenden gestiegen? Radfahren ist ja immer mehr im Gespräch. Man merkt die Entwicklung gerade in den letzten beiden Jahren, dass der Radverkehr immer mehr an Fahrt gewinnt. Die AGFK setzt genau bei diesen Punkten mit an. Also wir möchten auch die Politik dabei unterstützen, fahrradfreundlicher zu werden. Das spiegelt sich auch in unseren Kriterien wider. Und wir unterstützen aber auch die Kommunen, die Interessen zu vertreten auf Landes- und Bundesebene, sodass da eben auch noch eine fahrradfreundlichere Politik herrscht. Ja, was ist die AGFK eigentlich? Was machen wir? Der Verein wurde 2012 gegründet, damals auf Initiative des Bayerischen Städtetags, auch der Stadt Erlangen und einiger Kommunen. Und so wurde der Verein 2012 dann schließlich ins Leben gerufen und hat seinen Sitz in Erlangen. Unsere Schirmherrin ist die Bayerische Staatsministerin für Wohnen, Bau und Verkehr, Kerstin Schreier. Und Kommunen, die bei uns Mitglied werden, setzen sich eben zum Ziel, fahrradfreundliche Kommunen in Bayern zu werden. Der Verein ist damals mit 38 Gründungsmitgliedern gestartet. Momentan haben wir 39 Mitgliedskommunen. Wir konnten jetzt in der vergangenen Woche 11 neue Kommunen mit aufnehmen. Und weitere 34 Kommunen befinden sich derzeit noch im Aufnahmeverfahren. Man sieht auch hier auf der Karte derzeit, die meisten Mitgliedskommunen sind im Großraum Nürnberg und Großraum München, wobei auch immer mehr Landkreise und ländlichere Gebiete mit ihren Antrag auf Mitgliedschaft stellen. Und man sieht es auch an den Einwohnerzahlen. Die kleinste Kommune hat 4.700 Einwohnerinnen und die größte Kommune 1,4 Millionen. Und wir versuchen natürlich alle Kommunen, egal mit welchen Herausforderungen sie zu kämpfen haben, mit welcher Infrastruktur oder mit welcher Basis die schon vorhanden ist, ihre Fahrradfreundlichkeit verbessern wollen. Da ist es eben unser Ziel, alle gleichermaßen mitzunehmen. Was macht die AGFK Bayern genau oder wie unterstützt sie die Kommunen? Wir sind zum einen, wie schon erwähnt, Interessensvertretung. Das heißt, wir vertreten die Interessen gegenüber Bund, Land, anderen Dritten. Wir haben beispielsweise zum Radverkehrsprogramm Bayern 2025 einen Forderungskatalog erstellt und den an den damaligen Verkehrsminister übergeben, an Innenminister Herrmann und auch an die nachfolgenden Verkehrsminister. Und waren auch jetzt im vergangenen Jahr zu einer Landtagsanhörung mit eingeladen zum Thema Radverkehr und versuchen so eben die Interessen der Kommunen auch auf Landesebene und Bundesebene hinauszutragen. Die AGFK bietet auch ein ganz großes Netzwerk und Austausch, von dem die Kommunen profitieren. Das heißt, diese 93 Mitgliedskommunen sind untereinander sehr gut vernetzt. Wir sind auch eng mit dem ADFC vernetzt, die auch bei unseren Bereisungen regelmäßig teilnehmen und Mitglied der Bewertungskommission sind und sind auch mit dem Innen- und Verkehrsministerium beispielsweise vernetzt. Wir beraten auch Kommunen, wenn es um verschiedene Fachfragen geht, teilweise auch um Stellungnahmen zu Planungen. Und sind da unterstützend tätig. Des Weiteren bieten wir für unsere Mitgliedskommunen kostenfreie Seminare an zu verschiedenen Fachthemen, beispielsweise Fördermittelakquise zum Thema Baustellenmanagement, das ja beim Radverkehr auch oft eine eher untergeordnete Rolle spielt. Und
schauen da einfach immer, wo ist Handlungsbedarf, wo brauchen die Kommunen Unterstützung und richten dann auch unser Seminar- und Fortbildungsangebot nach diesen Themen aus. Ein relativ neues Projekt ist die Planerwerkstatt. Da können Kommunen ihre unlösbaren Planfälle zusammen mit anderen Planern und mit Experten diskutieren an 2 Tagen. Ganz losgelöst, dass man einfach Straße nochmal neu denken kann und vielleicht auf ganz andere Ideen auch in der Planung nochmal kommt. Genauso veranstalten wir gemeinsame Veranstaltungen. Das heißt, gemeinsam mit dem Ministerium beispielsweise Auszeichnungsveranstaltungen, die vergangene Woche stattgefunden hat, aber auch Fachtagungen und sind so im Bereich Öffentlichkeitsarbeit aktiv. Man sieht hier zum Beispiel auf diesem Bild eine Fachtagung, die gemeinsam auch mit DB Station und Service organisiert wurde. Da waren erfreulicherweise alle Bahnhofsmanager aus Bayern anwesend und standen den Kommunen Rede und Antwort, gerade auch mit Bezug auf die Bike- und Ride-Offensive. Und wir leisten auch gemeinsame Öffentlichkeitsarbeit, indem wir verschiedene Kampagnen entwickeln, die die Kommunen dann vor Ort einsetzen können, so dass wir natürlich auch wieder unterstützend tätig sind und die Kommunen vielleicht nicht ganz so viel Kapazitäten für die Öffentlichkeitsarbeit benötigen, sondern auf zentral entwickelte Angebote zurückgreifen können. Wir bieten auch verschiedene Exkursionen an. Auf dem unteren Foto sieht man die Exkursion, die 2019 in Kopenhagen stattgefunden hat. Da haben wir uns einfach Ideen geholt, was kann man aus Dänemark, aus Kopenhagen noch lernen. In diesem Jahr wird eine weitere Exkursion zum Thema Radschnellwege stattfinden in Frankfurt und Göttingen. Auch da werden wieder politische Entscheidungsträger und Mitarbeiter aus der Verwaltung mit eingeladen und teilnehmen. Und wie gerade schon erwähnt, diese Öffentlichkeitsarbeit beinhaltet natürlich auch die Entwicklung von Print- und Werbematerial, auf das die Kommunen zurückgreifen können. Also das ist ein ganz kurzer Überblick, was die Mitgliedschaft in der AGFK den Kommunen bietet, was wir machen. Und insgesamt ist es also so, die Kommunen, die bei uns Mitglied werden möchten, setzen sich zum Ziel, eben fahrradfreundliche Kommune in Bayern zu werden. Diese Auszeichnung wird durch das Bayerische Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr verliehen. Hier sieht man jetzt ein Foto von der Veranstaltung vergangene Woche. Unser Vorsitzender Landrat Diesel und Verkehrsministerin Schreyer, die Auszeichnungen übergeben haben. Und mit dieser Auszeichnung wird eben der Prozess zur systematischen Förderung des Radverkehrs anerkannt und gewürdigt. Also wir bekommen auch oft das Feedback, warum wurde jetzt meine Kommune als fahrradfreundlich ausgezeichnet? Die ist doch gar nicht fahrradfreundlich. Da muss man dazu sagen, wir wollen eben mit dieser Auszeichnung die bisher erbrachten Leistungen anerkennen, möchten die Kommunen weiter motivieren, den Radverkehr zu fördern. Und wir sehen auch im Prozess, im Aufnahmeverfahren, das gliedert sich in eine Vorbereisung und 4 Jahre später in eine Hauptbereisung, dass da schon sehr viel Anschub geleistet wird, was das Thema Radverkehr betrifft. Viele Kommunen stehen zu dem Zeitpunkt, wo sie die Mitgliedschaft beantragen, noch bei null. Und man sieht schon deutliche Entwicklungen in den 4 Jahren bis zur Zertifizierung, wobei natürlich immer Luft nach oben ist. Also keine Kommune ist perfekt. Und deshalb findet auch alle 7 Jahre wieder eine Rezertifizierung statt. Momentan sind von diesen 93 Mitgliedskommunen 51 als fahrradfreundliche Kommune ausgezeichnet. Ja, was müssen die Kommunen machen, um fahrradfreundliche Kommune zu werden? Ich habe hier mal einen kurzen Auszug aus unserem Kriterienkatalog mitgebracht. Der ist eigentlich noch viel umfassender. Er beinhaltet verschiedene Themenblöcke, wie eben politische Grundsatzentscheidungen, das Thema Radverkehrskonzepte, Netzplanung, aber auch verschiedene Infrastrukturelemente, Mobilitätserziehung. Und für uns sind wichtige Punkte auch eben wieder mit dem Blick auf fahrradfreundliche Kommunalpolitik, dass eine politische Grundsatzentscheidung für die Radverkehrsförderung vorgelegt wird, also ein ganz klares Bekenntnis, ein Stadtratsbeschluss, ein Kreistagsbeschluss, dass die Kommune eben den Radverkehr fördern möchte, dass sie damit auch gewisse Ziele erreichen möchte und auch finanziell dann eben ja, die Mittel einstellt, um die entsprechenden Maßnahmen umzusetzen. Ein weiteres ganz wichtiges Kriterium sind die organisatorischen, personellen und finanziellen Vorkehrungen. Also wichtig ist es, dass es in der Kommune einen Kümmerer gibt, der das Thema Radverkehr vorantreibt, bei dem die Fäden zusammenlaufen. Wir machen auch immer wieder die Erfahrung, Radverkehrsförderung geht nicht nur nebenbei. Also man braucht schon entsprechende personelle Kapazitäten, um das Thema auch ernsthaft voranzutreiben.
und eben auch, wie schon gerade erwähnt, die finanziellen Vorkehrungen, sodass auch entsprechende Mittel zur Verfügung gestellt werden, um die verschiedenen Maßnahmen umzusetzen. Ganz wichtige Grundlage ist auch die Erarbeitung eines Radverkehrskonzeptes, das die Basis für die Infrastrukturmaßnahmen, aber auch für die nicht investiven Maßnahmen in den nächsten Jahren bildet. Und dieses Radverkehrskonzept sollte natürlich auch regelmäßig aktualisiert und fortgeschrieben werden, den aktuellen Regelwerken angepasst werden und dient eben als Grundlage. Auch nochmal mit dem Blick auf fahrradfreundliche Kommunalpolitik ist ein weiteres Thema eine politische Zielvorgabe zur Anhebung des Radverkehrsanteils am Modal Split. Das heißt, da soll sich die Kommune wirklich ein ambitioniertes Ziel setzen, den aktuellen Radverkehrsanteil ermitteln und dann eben durch einen Beschluss auch die Steigerung des Radverkehrsanteils auch nochmal als politisches Bekenntnis eben und auch als Unterstützung der Verwaltung, wenn es darum geht, eben Mittel zu beantragen, Maßnahmen umzusetzen, genau diesen Beschluss zu fassen. Wichtig ist uns auch, dass die Kommune mit den räumlich angrenzenden Gebietskörperschaften Zusammenarbeit, Radwege, Radrouten sollen nicht an der Grenze der Kommune aufhören und man steht dann da und weiß nicht, wo man hinfahren muss. Den meisten Radfahrenden sind ja die Grenzen sowieso gar nicht so bekannt. Die denken eher in Routen als in Gemeindegrenzen, sodass da eben die entsprechende Abstimmung auf jeden Fall notwendig ist. In dem Zusammenhang natürlich auch die Netzplanung, wo soll der Radverkehr geführt werden, auch als ganz wichtiges Element des Radverkehrskonzeptes. Ein weiteres Thema in unserem Kriterium ist der Winterdienstplan. Dieses Thema führt zu vielen Diskussionen bei den Bereisungen. Uns ist es eben wichtig, dass der Alltagsradverkehr ganzjährig gefördert wird, also auch im Winter, dass die Radwege mit einer höheren Priorisierung geräumt werden, also insbesondere die Hauptrouten, um früh in die Arbeit zu kommen, in die Schule zu kommen, zum Einkaufen zu kommen. Wir haben häufig die Diskussion, naja, es fährt ja keiner im Winter, warum sollen wir die Radwege räumen? Aber vielleicht fährt ja auch niemand im Winter, weil die Radwege eben nicht geräumt sind. Also das ist ein Punkt, wo man noch viel sensibilisieren muss. Und genauso das Thema Baustellenmanagement. Wir möchten einfach vermeiden, dass der Radfahrer vor einer Sperre steht, nicht weiß, wie er weiterfahren soll, keine Umleitungen eingerichtet sind oder auch Schilder wie Radfahrer absteigen. Sehen wir nur sehr ungern und unterstützen da auch die Kommunen, wie das Baustellenmanagement verbessert werden kann. Deshalb ist es uns eben auch ein wichtiger Punkt in unserem Kriterienkatalog. Aber wie gesagt, das ist nur ein Auszug. Im Aufnahmeverfahren ist es so, dass wir zum einen eben diesen Kriterienkatalog durcharbeiten, gemeinsam mit der Kommune. Gleichzeitig aber auch noch eine Befahrung vor Ort stattfindet, sodass wir auch einen Eindruck haben, wie ist die Infrastruktur, wie ist die verkehrsrechtliche Beschilderung und geben da auch noch ergänzende Hinweise, dann was verbessert werden kann. Ja, wie sehen wir Radverkehrsförderung? Für uns basiert die ganzheitliche Radverkehrsförderung auf vier Säulen, die sich dann eben auch wieder in unseren Kriterien widerspiegeln. Das ist einmal die Säule Infrastruktur, die Säule Information, die Säule Kommunikation und die Säule Service. Und was die einzelnen Säulen bedeuten, würde ich Ihnen jetzt gerne ganz kurz noch vorstellen. Ich beginne auch direkt mit der Säule Infrastruktur. Die ist eigentlich relativ selbsterklärend. Die Infrastruktur ist der Grundbaustein in der Radverkehrsförderung. Das heißt, damit werden die Voraussetzungen für ein sicheres und komfortables Radfahren geschaffen. Zur Infrastruktur gehören die verschiedensten Sicherungselemente und Führungselemente wie eben Radwege, ganz klassisch Radfahrstreifen, Schutzstreifen, Fahrradstraßen, jetzt neu auch Fahrradzonen. Aber Infrastruktur gehört natürlich auch Schilderung und Abstellanlagen gewissermaßen mit dazu. Viele Kommunen sehen in der Radverkehrsförderung immer noch nur diese Säule Infrastruktur, aber wir versuchen eben auch zu sensibilisieren, dass die anderen drei Säulen auch immer mitgedacht werden und auch in den Radverkehrskonzepten mit berücksichtigt werden sollen. Das Thema Information beinhaltet die Vorteile des Radfahrens zu kommunizieren auf die Rahmenbedingungen, also beispielsweise aktuelle Verkehrsregelungen, das heißt durch Flyer, übers Internet, durch Broschüren
Und so können beispielsweise neue Angebote, neue Routen oder neue Radverkehrsanlagen kommuniziert werden. Ich habe hier auch noch mal zwei Beispiele mitgebracht. Einmal im Landkreis Starnberg, da wurden Schutzstreifen neu markiert. Viele Verkehrsteilnehmerinnen wussten nicht, was bedeuten die Schutzstreifen, wie verhalte ich mich dort. Und deswegen wurde da ein Flyer erstellt, eben für die Öffentlichkeitsarbeit zur Aufklärung, zur Information. Das andere Beispiel ist aus Memmingen. Das ist eine Vorlage, wenn Kommunen Fahrradstraßen einrichten. Dieser Flyer, den die AGFK den Kommunen zur Verfügung stellt, der wurde von Memmingen dann quasi individualisiert. Und so kann dann bei Fahrradstraßen auch für dieses neue Infrastrukturelement geworben werden. Das heißt, was bedeutet eine Fahrradstraße? Wie verhalte ich mich dort? Und dient so auch nochmal zur Information. Genau, die nächste Säule ist die Kommunikation. Das heißt, zum einen ist es uns wichtig, auch wieder ein Thema in den Aufnahmekriterien, dass zwischen den verschiedensten Akteuren in Politik, Verwaltung und auch in der Bürgerschaft Kommunikation stattfindet, also beispielsweise durch einen runden Tisch Radverkehr oder durch ein Bürgerforum bei diesen runden Tischen. Das ist eben ein Aufnahmekriterium von uns, dass die in den Kommunen stattfinden, dass da auch Verbände wie der ADFC beispielsweise eingeladen wird, das staatliche Bauamt, die Polizei, um sich da einfach regelmäßig über aktuelle Themen des Radverkehrs auszutauschen. Und wichtig ist natürlich auch das Thema Bürgerbeteiligung beispielsweise bei der Erstellung von Radverkehrskonzepten. Denn nur so können zielgruppenorientierte Angebote und Produkte auch entwickelt werden. Gleichzeitig beinhaltet das Thema Kommunikation aber auch nochmal die Entwicklung von Kampagnen und Öffentlichkeitsarbeit, also die einfach für die Nutzung des Fahrrads werben und so eben diesen Einstellungs- und Verhaltenswandel herbeiführen und das Fahrrad einfach häufiger genutzt wird und auch als sicheres und alltägliches Verkehrsmittel dann wahrgenommen wird. Die letzte Säule ist der Service. Der Service beinhaltet dann die Komponenten, die zu einer bequemen Nutzung des Fahrrads beitragen, also beispielsweise Hilfestellungen wie Aufzüge an den Bahnhöfen oder Haltegriffe an den Ampeln, aber auch Dienstleistungsangebote wie Reparaturservice, bewachtes Fahrradparken oder auch, wie man hier sieht, Reparaturstationen. Und auch da können die Kommunen aktiv werden, beispielsweise durch einen Lastenradverleih, durch Schlauchautomaten, durch die Initiierung von Repair-Cafés. Also alles so Themen, die den Radverkehr zum einen komfortabler machen, zum anderen aber auch nochmal stärker in den Fokus rücken, abgesehen von der klassischen Infrastruktur und den klassischen Angeboten dann. Ja, zusammengefasst kann man sagen, dass für eine ganzheitliche Radverkehrsförderung und um alle Potenziale nutzen zu können, eben auch diese vier Säulen ausgeschöpft werden sollten, dass Radverkehr auch nur dann effektiv gefördert werden kann, wenn die Förderung systematisch und konsequent geschieht, also beispielsweise auf Grundlage einer Netzplanung und eines Radverkehrskonzeptes oder eines ganzheitlichen Mobilitätskonzeptes. Und Radverkehrsförderung ist einfach ein zielgerichtetes Zusammenspiel der verschiedensten Faktoren, die ich gerade auch genau kurz vorgestellt habe. Und zum Abschluss möchte ich noch mal kurz auf die aktuellen Herausforderungen aus Sicht der Kommunen eingehen. Viele Kommunen würden gerne mehr für den Radverkehr machen, stehen da aber auch noch vor einigen Hindernissen. Ein ganz großes Thema sind die gesetzlichen Rahmenbedingungen. Also viele Kommunen würden gerne häufiger Tempo 30 anwenden oder anordnen. Die AGFK hat hierzu auch einen Modellversuch durchgeführt. Und wir sind da auch schon auf Bundes- und Landesebene auf die zuständigen Minister zugegangen und hoffen natürlich, dass da auch noch mal ein bisschen mehr Bewegung reinkommt, was dieses Thema betrifft. Ein anderes Thema sind auch die relativ engen Vorgaben des Landes, was die Auslegung der StVO und der Verwaltungsvorschrift zur StVO betrifft. Da sind in anderen Bundesländern teilweise ja, Dinge möglich, die in Bayern noch nicht so umgesetzt werden können. Ein weiteres Thema sind auch die fehlenden Fachkenntnisse und knappen personellen Kapazitäten in den Kommunen. Also beispielsweise, wenn es um die Entwicklung von Projekten geht oder um die Beantragung von Fördermitteln, fehlen einfach die Kapazitäten in den Kommunen.
Und auch ein ganz großes Thema ist der Grunderwerb. Man sieht hier auf dem Bild ein Beispiel vom Tegernsee. Da wollten Grundstücksbesitzer nicht verkaufen. Es wurde dann ein Teil des Radweges gebaut. Dann sieht man genau diesen Grünstreifen, wo nicht verkauft wurde. Und im Anschluss konnte wieder weitergebaut werden. Also man hat den Radweg in Teilstücken gebaut und versucht, so ein bisschen Druck aufzubauen. Und nach über 3 Jahren konnten die Lücken dann geschlossen werden, weil der Eigentümer auch noch verkauft hat. Also da sieht man, vor welchen Herausforderungen Kommunen stehen. Und als Radfahrer fragt man sich natürlich, was hat die Kommune hier gemacht? Was ist das für eine Planung? Einige Kommunen haben jetzt auch schon eigene Stellen zum Thema für den Grunderwerb geschaffen. Und auch da setzt sich die AGFK wieder ein, dass man da eben schneller vorankommen kann. Ja, die veraltete Infrastruktur ist auch eine Herausforderung für viele Kommunen, gerade Kommunen, die schon in den frühen Jahren mit der Radverkehrsförderung angefangen haben. Die haben jetzt Radwege, Schutzstreifen, Radfahrstreifen, die einfach nicht mehr den aktuellen Regelwerken entsprechen und nach und nach umgebaut werden müssen, insofern es auch dann der Platz zulässt oder eben insgesamt der Raum nochmal komplett neu umverteilt werden muss. Und auch die unterschiedlichen Zuständigkeiten sind eine große Herausforderung, die verschiedenen Baulastträger, die Abstimmungen. Da versuchen wir auch immer wieder zu vermitteln. Ja, aber dennoch, das politische Interesse an der Radverkehrsförderung steigt immer weiter. Das ist natürlich eine große Chance für uns als Verein, für verschiedene Verbände, für die Kommunen. Wir merken es auch eben an der Anzahl der Mitgliedsbeiträge und dieses Interesse sollte man jetzt einfach nutzen, den Schwung mitnehmen. Es gibt momentan auch gute Fördermöglichkeiten für den Radverkehr und natürlich auch, wir haben es ja heute gerade schon gehört, engagierte Initiativen und Verbände, die heute auch mit dabei sind, wie den ADFC oder Radentscheide, die eben das Thema Radverkehr in den Kommunen nochmal entscheidend vorantreiben. Und ich denke, die Chance sollte man jetzt eben einfach nutzen und den Radverkehr noch stärker fördern und voranbringen. Ja, soweit von mir. Vielen Dank und ich freue mich auf Ihre Fragen. Super, wunderbar. Vielen Dank, liebe Sarah, für den sehr, sehr kompakten und umfassenden gleichwohl und auch sehr gut verständlichen Vortrag. Ich glaube, der ist auch so gemacht, dass man auch im Nachgang mit der Präsentation noch was anfangen kann für die noch später hinzugekommenen. Der Vortrag wird im Anschluss an alle Angemeldeten zur Verfügung gestellt. Also vielleicht nicht unmittelbar im Anschluss, aber in den nächsten Tagen, sobald wir dazukommen. Inzwischen sind auch schon 135 Leute, sind also nochmal etliche dazugekommen. Freut mich sehr. Es kommen auch schon einen Schwung Fragen herein. Der Fabian hat auch ein paar einzelne schon beantwortet. Jetzt geben wir aber erst einmal an unsere beiden Co-ReferentInnen, die Luise und danach die Franzi. Bitte schön. Hallo Luise, ich glaube, du musst dich. Jetzt höre ich mich jetzt noch nicht, ja, genau. Jetzt schon, oder? Genau, hat es mir gerade gesagt. Auch noch einen schönen guten Abend von mir und vielen Dank für die Einladung und auch für die Gelegenheit, dass wir noch ein paar Worte auch aus der aktiven Kommunalpolitik dazu sagen können. Ganz kurz nur zu uns. Wir sind, die Franzi und ich, zwei Mitglieder des GRIPS-Vorstandes. Was GRIPS ist, denke ich, wissen die meisten. Die Franzi wird noch ein paar Worte dazu sagen. Wir sind beide in unterschiedlichen Gemeinden und unterschiedlichen Kontexten sehr aktiv in der Kommunalpolitik, auch jeweils so lange, wie wir rechtlich dürfen. Also wir haben zum frühestmöglichen Zeitpunkt angefangen und sind mit großem Eifer dabei. Einige Worte, die Franzi Senftl ist Gemeinderätin in Leuching und Kreisrätin im Landkreis Dingolfing-Landau. Ich bin Stadträtin in Dachau. Und wir sind beide jeweils in den Ausschüssen auch vertreten, die sich mit Verkehr und Umweltpolitik befassen. Franzi im Umwelt- und Energieausschuss, in der Gemeinde im Umwelt-, Klima- und Strukturausschuss auf Kreisebene, ich im Umweltverkehrsausschuss auf Stadtebene und haben da auch in der praktischen Anwendung immer recht viel mit dem ganzen Thema Verkehrsplanung und auch Radverkehr zu tun. Zum Aufbau
Nach der kurzen Einführung wird die Franzi übernehmen und ein paar Takte zu Grips sagen und auch aus ihrer Sicht ist aus Landkreisebene und dann würde ich nochmal zurückkommen und aus Stadtebene berichten, wie aus unserer Sicht die Erfahrungen mit der Radverkehrsplanung voranschreiten und was es da zu berichten gibt. Jetzt erstmal an die Franzi. Ja, super, danke Luise und danke für die Einladung. Freut mich auf jeden Fall, dass so viele Leute dabei sind. Ist ja auch ein spannendes Thema. Vielleicht noch kurz zu uns. Wir sind ja von GRIPS, das ist sozusagen die Kommunalpolitische Vereinigung der Grünen und Alternativen Räten in Bayern. Also wir zwei sind ja aus dem Vorstand und wir haben aber auch noch 5 angestellte MitarbeiterInnen in der Geschäftsstelle. Und falls ihr euch jetzt denkt nach diesem Vortrag, hey, es wäre doch cool, wenn unsere Kommune jetzt diese Arbeitsgemeinschaft beitritt, wir wollen auch ein fahrradfreundlicher Landkreis oder eine Stadt werden, dann kann ich auf euch auf jeden Fall GRIPS wärmstens ans Herz legen. Wir haben eine Antragsbörse auch zu verschiedensten Themen und Anträgen rund ums Thema Fahrrad, ums Thema rund um Mobilität, auch um Radwegeförderung, generelle Förderungen. Wir können auch euch Beratungen anbieten und einfach eine generelle Vernetzung auch zwischen anderen Kommunalis, die eben wie wir, also wie Luise und ich schon ein bisschen Erfahrung hatten mit dem Thema fahrradfreundliche Kommune. Genau, Luise hat sich schon angekündigt. Ich bin aus dem Landkreis Dingolfi-Landau. Der hat letztes Jahr ein paar Schlagzeilen gemacht, eher negativ. Wir sind nämlich der Landkreis mit der schlechtesten ÖPNV-Anbindung deutschlandweit. Ja, da könnt ihr euch wahrscheinlich denken, unsere Situation auch für generelle andere Autoalternativen, also auch unter anderem Radwegeverkehr, ist jetzt eher nicht die beste Ausgangslage. Wir sind ein relativ großer Landkreis mit viel Fläche. Also es geht bei uns auch immer bergauf und bergab. Und wenn man sozusagen vom nächsten Dorf bis in die nächste Stadt will, auch jetzt mit dem Rad, ist es schon ein ganz schönes Stück. Ja, was auf jeden Fall erfreulich ist, besser als die Situation im ÖPNV, dass wir seit 2019 Mitglied der Arbeitsgemeinschaft sind und versuchen sozusagen jetzt den ambitionierten Zielen, würde ich jetzt schon fast sagen, also zumindest für unseren Landkreis, da gerecht zu werden. Und es ging auf jeden Fall seit diesem Eintritt schon relativ viel voran, gerade im Thema Radwegebau. Also wir haben immerhin da schon angefangen. Es werden jetzt ganz viele Radwege gebaut, Nebenstraßen, vielleicht auch neben eine neue Straße, was vielleicht auch nicht so positiv ist. Genau, aber generell der Radwegebau wird ausgebaut, was auch noch sehr positiv war seit dem Eintritt, dass wir halt ganz viele Beschilderungen hatten. Also vorher war das, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, könnt ihr dann auch gerne noch berichten, dass tatsächlich auch bei jedem Radweg auch eine Beschilderung ist. Wo geht der jetzt hin? Wo startet der? Wie viele Kilometer habe ich zum nächsten Dorf? Zur nächsten Stadt. Das hat auf jeden Fall sehr geholfen. Genau, wir haben auch einen Radbeauftragten jetzt im Landkreis und im Landratsamt und der arbeitet gerade mit unserem ÖPNV-Beauftragten auch ein Konzept. Da bin ich sehr gespannt. Und ja, ich glaube, dass das einfach super wichtig ist, dass man da so ein gemeinsames Konzept erarbeitet, auch dass man das halt nicht nur nicht nur einen Wert auf den Radwegeausbau legt, sondern eben auch, ja, wie komme ich vom Zug quasi zu mir nach Hause mit dem Rad, gibt es sichere Abstellmöglichkeiten, da hinken wir nämlich beispielsweise noch hinterher, gibt es vielleicht auch E-Ladesäulen, also gerade mit unseren Bergen, oder heißt Bergen, aber zumindest Hügeln, genau, weil das auf jeden Fall sinnvoll und da tut sich auf jeden Fall auch was seit dem Eintritt, wir haben eben auch E-Ladesäulen schon ausgebaut, da wäre vielleicht auch noch eine App sinnvoll, je nachdem, dass man halt so einen Überblick bekommt. Wir haben auch teilgenommen am Stadtradeln 2021 auch als Landkreis, dass man einfach die Leute nochmal zusätzlich motiviert. Ja, dass man sagt, hey, ihr könnt doch mal anstatt jetzt aufs Auto oder ins Auto einzusteigen, vielleicht auch mal alternativ für ein paar Wochen motiviert zu sein, viel zu radeln und dann sozusagen die Kilometer zählen. So bekommt man dann vielleicht die Leute auch noch mehr aufs Rad. Genau, wir planen auch eine Radstation neben unserer geplanten Umweltstation jetzt auch. Also es tut sich auf jeden Fall was. Man hat auf jeden Fall Veränderungen gespürt, seitdem wir da in dem Netzwerk drin sind. Und ja, was man auf jeden Fall noch ausbauen könnte, ist gerade, wie ich vorher schon erwähnt wurde, im Service. Da hinken wir zumindest noch sehr hinterher. Gerade vielleicht auch, was eben diese sicheren Abstellmöglichkeiten angeht, mit Garagen, mit irgendwie fehlender Ampelstützen, also was einfach das Radfahren erleichtert. Und was gerade auch aus ländlicher Sicht immer problematisch ist, dass man zwar Radwege außerhalb von Dörfern plant, außerhalb von den Städten, aber dann sobald man in ein Dorf reinradelt, nach dem Ortsschild ist eigentlich der Radweg immer vorbei. Und dann denkt man sich auch so, ja, also eigentlich bräuchte man da natürlich jetzt auch einen Radweg. Und wenn der auf einmal aufhört, muss man dann auch wieder irgendwie auf der Straße fahren oder auf dem Bürgersteig.
Genau, ja, erstmal so viel von mir. Ihr könnt ja auch gerne noch Fragen so zu den, ja, zu den Erfahrungen. Dann würde ich wieder an Luise weitergeben. Ja, danke, Franzi. Aus der Sicht der Stadt, bei uns ist es so, wir sind noch in der Vorstufe sozusagen, also wir sind noch nicht Mitglied bei der AGFK, sind aber engagiert in den Vorarbeiten sozusagen, also ein Radverkehrskonzept haben wir bereits entwickelt und sind auch ja, in vielen Punkten tatsächlich schon dabei, diese Vorstufen zu übernehmen. Ganz wichtig ist für mich als Kommunalpolitikerin und auch Betriebsvertretung, es ist ja immer die Kommune, an der sich alles so mehr oder weniger rund ums Fahrradfahren dreht und was da alles stattfindet, wie Unterhalt, Planung, Baufinanzierung und dergleichen. Das ist ja ganz, ein ganz starkes kommunales Thema. Und wir sind eine Stadt, die ja sehr nah an München ist. Das heißt, auch ja, haben viele andere Städte vermutlich auch. Aber bei uns ist schon ein spürbarer Teil des Fahrradverkehrs auch einfach Berufsverkehr. Das heißt, wir haben, merken ja auch in der Griffsarbeit, die Anforderungen an den Radverkehr sind von Kommune zu Kommune auch unterschiedlich. Ich glaube, in dem Kontext hier müssen wir gar nicht auf die ganz vielen Vorteile der Radverkehrsförderung eingehen. Und jede Kommune ist im Grunde anders in ihren Anforderungen und in ihrem, in ihrer Zielgruppe ein bisschen, ja, wenn, ob es jetzt Pendler sind, ob es ein bisschen mehr auch Freizeitverkehr ist. Aber so sehr jede Kommune Experte für die eigenen Verkehrswege ist, rentiert sich's doch sehr, sich da zu vernetzen und eben nicht nur auf die eigenen Einzelmaßnahmen zu schauen oder ein großes Konzept zu erstellen. Und das haben wir jetzt auch ganz stark gemerkt, dass eben gerade dieser Gedanke der AGFK, der Vernetzung und auch des Ideenaustausches ein ganz wichtiger, auch für uns Kommunales in unserem Ehrenamt ist. Zum Beispiel auch, was Fördermöglichkeiten, die das Auftun von irgendwelchen Förderprogrammen angeht, ist ein ganz wichtiger Punkt. Und auch, was wir auch feststellen, ist, es lohnt sich auch, diesen Blick, was die Sarah Guttenberger schon auch erwähnt hat, diese Bereisungen, die gemeinsame Konzeptionierung, den Blick von außen auch auf die eigene Kommune da mitzunehmen und zu schauen, was kann jemand, der nicht jeden Tag an Einzelmaßnahmen plant, auch weiter im Gesamtkonzept für Impulse setzen. Was ich auch ganz wichtig finde für eine Kommune ist diesen Punkt der externen Motivation. Das hat nicht nur den Vorteil, dass man eine gewisse Erleichterung hat, konkrete Aufträge beispielsweise auch zu formulieren, wenn man jetzt an konkreten Maßnahmen arbeitet, sondern auch so eine Art Selbstverpflichtung sich aufzuerlegen und zu sagen, wir möchten jetzt aber wirklich konkret angehen, beispielsweise diese Zertifizierung zu erhalten. Das war aus unserer Sicht wirklich auch ein großer Pluspunkt. Und ich möchte zu bedenken geben, vielleicht aus meinem Blickwinkel, was ich in den ganzen Jahren Kommunalpolitik erlebt habe, ist, dass Verkehrspolitik und auch die Mobilitätswende ganz, ganz viel mit Kultur zu tun hat, also auch innerhalb einer Stadtverwaltung, innerhalb eines kommunalen Gremiums. Man tauscht ja nicht nur Sachargumente aus, sondern versucht auch irgendwie eine allgemeine Haltung einer Gemeinde fortzuentwickeln, zu sagen, wir möchten jetzt auch im Bereich Fahrradverkehr so weit kommen, dass ein spezielles Verkehrsmittel hier das Fahrrad alltagstauglich wird, dass es für viele verschiedene Wege geeignet ist und dass grundsätzlich ein Umstieg in der Mobilität möglich ist. Insofern sind all diese Punkte, die uns da vorgestellt wurden von der Sarah Guttenberger, ganz, ganz entscheidend dafür, um diese Verkehrswende, die wir versuchen anzustreben und die viele Kommunen in ihrer eigenen Ebene auf ihre Weise umsetzen, zu professionalisieren und dann auch erfolgreich umsetzen zu können. Genau, also wie die Franzi gesagt hat, kommt gern auf uns zu, auch zu konkreten Maßnahmen oder zu Anträgen. Und ja, ich freue mich auch auf eure Fragen.
Wunderbar, vielen Dank auch an euch beiden für den Einblick und durchaus auch für die Bewerbung der Mitgliedschaft bei der AGFK. Somit haben wir also jetzt eine schöne Vorstellung und auch eine schöne Bewerbung der Vorteile aus grüner kommunalpolitischer Sicht gehört. Bevor ich sofort an Fabian gebe für die Fragen, noch zwei Hinweise. Nicht allen ist Grips bekannt. GRIPS ist, wie gesagt, die kommunalpolitische Vereinigung der Grünen. Es ist ein Verein, in dem KommunalpolitikerInnen der Grünen in Bayern Mitglied sein können, was ich auch wirklich sehr, sehr, sehr empfehlen möchte. Ich bin das selber auch, seit ich kommunalpolitisch aktiv bin. Ich poste den Link zur Website gleich in den Chat an alle. So, ist raus. Da könnt ihr, wer das nicht kennt, sich weiter informieren und auch gleich beitreten. Wärmste Empfehlung. Dann ist mir noch aufgefallen, da ist erst noch später dazugekommen, dass auch die Landesvorsitzende vom ADFC Bayern, Bernadette Felsch, bei uns ist. Du hast bei uns ja auch schon mit spannenden Webinaren als Referentin bereichert. Herzlich willkommen in der Runde. Jetzt aber an Fabian. Ja, es hat sich natürlich gleich eine ganze Reihe an Fragen hier angeschlossen. Ich starte mal mit ein paar kurzen, vor allem an Sarah Guttenberger, unmittelbar zum Zertifizierungsverfahren, beziehungsweise zum Bewerbungsverfahren. Wer meldet denn sowohl ein Seminar als auch eine Zertifizierung an? Ist das immer eine Sache des Gemeinde- oder Stadtrats? Oder kümmert sich da auch Ratbeauftragte der Stadt drum? Stichwort Ratbeauftragte kam auch öfter. Wie ist denn das, wenn Gemeinden da keine Vollzeitstelle haben oder nur Teile, oder gibt es da auch ehrenamtliches Engagement, einfach so ein bisschen diese Praxissituation, mit der sie es da zu tun haben? Dann war die Frage nach einer Größenordnung zu den Kosten, die ungefähr auf eine Kommune zukommt, sowohl für die Zertifizierung, für den Prozess, als auch für die Mitgliedschaft. Und ich würde dann als dritte Frage noch kurz reinnehmen, wie häufig denn diese Planerwerkstatt genutzt wird. Also wenn ich das richtig verstanden habe, findet die jährlich statt, aber quasi wie viel Input kommt denn da, oder wie üblich ist es, dass Kommunen da Fragen einbringen oder Projektideen? Bitte. Gut, danke. Genau, vielleicht erst zum Beitritt. Also es ist so, wenn eine Kommune Mitglied bei uns werden möchte, muss sie einen Beschluss fassen, eben durch den Gemeinderat, Stadtrat, Kreistag. Und wer diesen Beschluss initiiert, sage ich mal, das ist ganz unterschiedlich. Also teilweise kommt es wirklich aus der Politik, aus den Fraktionen, teilweise wird es aus der Verwaltung direkt angestoßen. Teilweise sind da aber auch wieder externe Verbände wie der ADFC sehr aktiv und treiben diese Mitgliedschaft voran. Aber wenn sich eben eine Kommune dazu entschließt, bei uns Mitglied zu werden, dann muss sie diesen Beitrittsbeschluss einreichen, und so wird dann quasi dieser Zertifizierungsprozess angestoßen. Das heißt, nach dem Beschluss findet die Vorbereitung statt. Das ist so eine erste Besichtigung der Kommune. Die Kommune bekommt ein erstes Feedback, Handlungsempfehlungen, und hat dann 4 Jahre Zeit, bis die Hauptbereitung stattfindet. Und im Rahmen der Hauptbereitung erfolgt dann die Zertifizierung. Und diese Hauptbereisung und dieser Abstand von 4 Jahren wird durch die Vereinssatzung festgelegt. Also das heißt, wir kommen dann auf die Kommune zu und sagen, ihr müsst jetzt die Zertifizierung durchführen, wenn ihr weiterhin Mitglied im Verein bleiben wollt. Und so wird dann dieser ganze Prozess quasi angestoßen. Genau, die andere Frage war zum Thema Radverkehrsbeauftragte. Also ich habe ja vorhin schon erwähnt, es ist ganz wichtig, dass jede Kommune einen Kümmerer hat, bei dem die Koordination läuft, bei dem die Fäden zusammenlaufen. Und da gibt es ganz unterschiedliche Modelle. Also wir empfehlen normalerweise um die 20 Wochenstunden mindestens, je nach Größenordnung der Kommune. Ich sage mal, kleinere Kommunen tun sich da natürlich etwas schwerer. Da haben wir öfters das Modell, dass es einen Ansprechpartner in der Verwaltung gibt fürs Thema Radverkehr. Also das ist uns als AGFK auch ganz wichtig, dass wir da eben direkt mit der Verwaltung in Kontakt stehen, die auch wieder den Kontakt zu den verschiedenen Fachbereichen innerhalb des Hauses dann hat. Und dann erfolgt häufig noch die Zuarbeit durch ehrenamtliche Radverkehrsbeauftragte, die beispielsweise das Qualitätsmanagement übernehmen, jährlich die Radwege abfahren, schauen, ob die Beschilderung noch passt, und solche Themen dann unterstützend mit übernehmen. Aber wie gesagt, grundsätzlich ist es uns wichtig, dass jemand in der Verwaltung verankert ist, der das Thema voranbringt und beispielsweise auch dann den Rundentisch Radverkehr mitleitet.
Genau, und zum Thema Kosten, Zertifizierung und Mitgliedschaft. Es ist so, dass sich unsere Mitgliedsbeiträge nach den Einwohnerzahlen staffeln. Also es ist ganz unterschiedlich zwischen um die 1.000 Euro bis, ich glaube, der höchste Beitrag müssten 3.000 oder 4.000 Euro momentan sein. Aber das ist auf jeden Fall nach Einwohnerzahlen gestaffelt. Und diese Beiträge kommen jährlich auf die Kommune zu. Wenn man dann aber wieder überlegt, welche Leistungen die Kommune von uns in Anspruch nehmen kann, sage ich mal, ist dieser Betrag schnell wieder gedeckelt. Auf der anderen Seite, welche Kosten dann auf die Kommune für die Zertifizierung zukommen, das ist natürlich ganz unterschiedlich, je nachdem, welche Maßnahmen bei Ihnen umgesetzt werden müssen. Also beispielsweise die Erstellung eines Radverkehrskonzeptes, die Umsetzung von Infrastrukturmaßnahmen, Öffentlichkeitsarbeit. Also das ist ganz individuell, je nachdem, wie auch die Ausgangslage vor Ort dann ist. Genau, die Planerwerkstatt, die hat in diesem Jahr zum zweiten, 2021 zum zweiten Mal stattgefunden. Wir bearbeiten pro Planerwerkstatt so um die 10 Planfälle, die die Kommunen eingereicht haben und haben da immer verschiedene Experten, also Verkehrsplaner aus Planungsbüros, teilweise auch aus dem Bereich Landschaftsplanung und natürlich die Radverkehrsbeauftragten oder die Planer aus den Kommunen, die dann in Gruppen diese Fälle bearbeiten und da dann auch immer ganz schöne und auch kreative Lösungen finden. Wunderbar, ganz vielen Dank für diese vielen Antworten. Ich würde gleich noch eine Runde in Richtung AKFK aufmachen. Das war einfach vom Input her am Anfang das größte Feld, hat ja auch den größten Schwerpunkt. Und zwar zum Thema Kampagnen. Einerseits die Frage, gehört denn für eine Gemeinde, Kommune als Mitglied auch dazu, selber entsprechende Kampagnenarbeit zu machen? Beziehungsweise was gibt es denn da für Maßnahmen und Beispiele so als Best Practice Vorschlag? Die zweite Frage wäre, führt die AGFK denn auch selbst Kampagnen durch und stößt die an? Also jetzt, wenn es ums Radwegparken, um Dooring oder andere Beispiele geht. Das dritte war die Frage, wie denn die AGFK die Kommunikation in die Verwaltung aufrechterhält. Aber das war ja gerade schon dargestellt, dass da die Ansprechperson, glaube ich, auch durchaus eine entscheidende Schnittstelle für den Erfolg ist. Dann war noch eine Frage dazu, wenn die Gemeinde und Kommune schon eine Zertifizierung erhalten hat und sich rezertifizieren möchte, beziehungsweise teilweise ja auch gewisse Auflagen im Prozess daran gebunden sind, was in einer Kommune alles erreicht werden muss, um dieses Zertifikat auch zu bekommen. Wie kann man denn da jetzt als Gemeinderat oder Gemeinderätin vorgehen, wenn man das Gefühl hat, dass die Anstrengungen in Richtung Rezertifizierung nicht angegangen wurden oder wenn gravierende Mängel dem Rad- und Fußverkehr, beziehungsweise dem Radverkehr an der Stelle jetzt widersprechen, also Sperrungen von Radwegen im Nachklapp. Also gibt es quasi auch eine Beschwerdeoption oder eine Korrekturoption. Und verbunden mit der kurzen Frage, ob denn eigentlich eine Rezertifizierung auch schon mal verweigert wurde. Vielen Dank, bitte. Gut, danke. Genau, also zum einen Thema Öffentlichkeitsarbeit. Wir unterstützen die Kommunen beispielsweise durch eine Projektfinanzierung. Das heißt, die AGFK finanziert das Projekt mit 80%. Die Kommunen müssen 20% Eigenanteil leisten. Und diese Best-Practice-Beispiele veröffentlichen wir auch in der Reihe. Und da war, ich glaube, 2019 hat beispielsweise Lindau am Bodensee eine sehr groß angelegte Kampagne gestartet, Radeln von 8 bis 80 mit der Verteilung von Brezen an die Radler, um sich zu bedanken, dass sie Rad fahren, mit einer Lastenradaktion, mit Plakaten, Postkarten. Also da gibt es ganz viele Aktionen aus den Kommunen, die wir als Best Practice veröffentlichen und da auch immer den Ansprechpartner oder die Ansprechpartnerin mit benennen, sodass sich die Kommunen, die Interesse haben, auch direkt an die anderen Kommunen wenden können, sich austauschen können. Und auch da findet ein ganz toller Austausch zwischen den Kommunen statt, dass Projektideen übertragen werden. Also wenn eine Kommune eine Kampagne startet und eine andere Kommune die Kampagne übernehmen möchte, dann findet da ein ganz, ganz reger Austausch statt. Und auch die AGFK initiiert Kampagnen. Wir haben jetzt auch, ich glaube, vor 1 oder 2 Jahren beispielsweise eine Aktion zum Dooring gestartet. Da war auch der ADFC mit an Bord, mit einem Flyer, mit Pressemitteilungen. Die Pressemitteilungen stellen wir auch immer den Kommunen dann zum Einsatz vor Ort mit zur Verfügung. Und
auch zur, ja, zum Thema Fahrradstraßen, eben die Öffentlichkeitsarbeit. Da haben wir ein Kommunikationspaket für die Kommunen als AGFK-Zentrale entwickelt, das dann wieder vor Ort eingesetzt werden kann. Also dieses zentrale Entwicklung von Kampagnenmaterial, von Öffentlichkeitsarbeit, das nehmen wir als AGFK auch noch unterstützend mit in die Hand. Ja, zum Thema Rezertifizierung oder Kommunen, die ihre Hausaufgaben nicht erledigen. Also bei den Rezertifizierungen ist bis jetzt noch keine Kommune durchgefallen. Wir haben allerdings auch erst 5 Rezertifizierungen durchgeführt. Bei den Hauptbereisungen sind aber schon oft Kommunen durchgefallen. Also im letzten Jahr haben 3 Kommunen keine Zertifizierung erhalten. In den Jahren zuvor waren es eigentlich auch immer so 3 bis 4 Kommunen, wo wir gesagt haben, das, was ihr gemacht habt, reicht nicht für die Zertifizierung. Ihr müsst nochmal nachbessern. Und die meisten Kommunen haben dann die Hausaufgaben auch recht zuverlässig bearbeitet. Es gab zwar das ein oder andere Gespräch mit verschiedenen Bürgermeistern oder Oberbürgermeistern, die mit dem Ergebnis dann erstmal nicht ganz zufrieden waren, aber auch sie haben dann verstanden, dass die Mitgliedschaft und die Zertifizierung schon ein gewisses Bekenntnis ist, wo auch etwas mehr dahinter steckt und die Kommune auch was dafür machen muss. Und wir verlangen von einigen Kommunen, die für uns Wackelkandidaten sind, auch regelmäßige Berichte. Also die müssen uns dann einmal jährlich einen Bericht einreichen, was sie in diesem Jahr für den Radverkehr gemacht haben, der dann von uns geprüft wird und besprochen wird. Und ja, wenn Sie jetzt das Gefühl haben, Ihre Kommune nimmt die Hausaufgaben nicht ernst, also zum einen eben, es kann passieren, dass sie dann keine Zertifizierung erhält oder durchfällt. Wir als AGFK stehen da auch immer gern nochmal für Gespräche bereit. Und ja, es ist natürlich schwierig, da Überzeugungsarbeit teilweise zu leisten, in den verschiedenen Ausschüssen, in den Sitzungen, das Thema immer wieder einzubringen. Sie können bei uns auch als Gemeinderat oder Stadtrat die Ergebnisse, die Protokolle mit anfordern. Also wenn Sie da noch weitere Informationen benötigen, wie quasi das konkrete Ergebnis der Bereisung dann ausgesehen hat, wo noch Handlungsbedarf besteht, sodass wir da auch noch mal unterstützen können. Aber wie gesagt, wir als Bewertungskommission nehmen das dann auch wirklich ernst, wenn Hausaufgaben nicht erledigt wurden. Genau, ich glaube, das waren soweit die Fragen. Ja, wunderbar. Vielen Dank auch für diese Antwortenrunde. Ich habe noch eine Anregung, die jetzt öfter mal genannt wurde. Und zwar gab es auch hin und wieder mal den Punkt, ob die AGFK auch unterstützen kann, damit Kommunen sich zusammentun, zum Beispiel, wenn sie ähnliche Anliegen haben wie das Dienstradleasing, ob man da quasi gebündelte Gruppenausschreibungen, andere Dinge gemeinsam angehen kann, ähnlich die Erfahrungen zu den Meldeplattformen. Das würde ich jetzt aber einfach mal so als in die Wunschwolke mitgeben. Und um zur übergreifenden Kooperation zu kommen, sind jetzt ein paar Fragen, die, glaube ich, auch in den Bereich von GRIPS jetzt fallen, was die Erfahrungen in der kommunalen Politik angeht. Und zwar einerseits, was die Erfahrungen damit sind, wenn Landkreise und Gemeinden nicht so recht wollen. Also was sind die besten Argumente, was sind die Top-Argumente, warum eine Kommune Mitglied werden soll. Oft gibt es da Widerstand von Gemeinderätinnen oder manchmal auch Bürgermeisterinnen, teilweise auch mit dem Hinweis, dass Landkreise ja selber gar keine Radwege bauen. Ich glaube, da findet sich einiges, was man mit auf den Weg geben kann. Die nächste Frage wäre ganz konkret Antrag zur Mitgliedschaft, ob es da Vorlagen gibt von GRIPS, damit die Gemeinde nicht alles neu erfinden muss. Und die dritte Frage ist dann der Ausblick, wie geht es denn weiter, wenn man als Gemeinde, Kommune schon zertifiziert ist, trotzdem noch weiter was für den Radverkehr tun will. Wie geht es da weiter, wie kann der GRIPS unterstützen? Das würde ich jetzt mal so in die Richtung von Luise Crispens und Franziska Senft geben. Bitte schön. Ja, ich kann ja mal anfangen. Also erstmal zu den Anträgen. Wir haben eine Antragsbörse, also falls ihr Mitglied werden solltet, dann könnt ihr euch auf unserer Website einloggen und da gibt es eine Antragsbörse, auch unter anderem eben zu der Radwegeförderung und auch zu beispielhaften Anträgen. Also da gab es ja auch schon Kommunen, auch das eben auch von Grünen ausging, die eben von dieser bei dieser Arbeitsgemeinschaft eben Mitglied geworden sind und da gibt es eben schon
vor, also so Musteranträge, genau, das könnt ihr euch dann runterladen. Zu der Erfahrung, das beste Argument, ich glaube, das beste Argument ist, weiß ich nicht, ich denke mir immer so, der Klimawandel, so bin ich auch zu den Grünen gekommen. Und ich meine, wir müssen also Alternativen zum Auto anbieten und ich glaube, gerade auch, man muss auch das gerade auch auf dem Land sehen, weil da ja oft so das Argument kommt, ja, aber bei uns, wir können ja nicht alles mit dem Rad fahren, aber ich meine, gerade die meisten, also das Auto steht so oft rum und die meisten Kilometer, die gefahren werden, sind, glaube ich, unter 5 Kilometer. Wir versuchen da jetzt als Grüne auch eine Kampagne zu starten, dass man einfach sagt, gerade bekannte Wege unter 5 Kilometern kann man einfach mit dem Rad fahren und da ist es aber natürlich dann wichtig, dass man einfach einen guten Radwegeausbau hat und natürlich noch weitergeht. Ne? Also was jetzt alles schon erwähnt wurde, das Service ist ja noch wichtig, dass man einfach die Menschen erreicht und dass es halt einfach einfach ist, gute Alternativen zum Auto anzubieten, die die Menschen halt dann auch annehmen. Ich glaube, das ist das beste Argument. ja, Luise, willst du noch was dazufügen, vielleicht zu der dritten Frage? Falls du die nochmal wiederholen könntest. Ich kann nur wenig ergänzen. Bei uns ist es, also aus der eigenen Erfahrung muss ich sagen, es ist häufig auch inzwischen ein fraktionsübergreifender Konsens, den man nicht nur bei uns in der Stadt beobachten kann, sondern auch in einigen anderen, dass einfach der Ausbau von Radverkehr aus vielen Gründen einfach sehr befürwortet wird. Das heißt, was jetzt so konkrete Argumente, die auf kommunaler Ebene als Gegenwind sozusagen kommen, zu entkräften, da würde ich wirklich von Herzen anbieten, dass diejenigen, die da ganz konkreten Beratungsbedarf haben, sich auch wirklich gerne telefonisch für eine Beratung an GRIPS wenden können, weil ich glaube, das macht den meisten Sinn, da auf die einzelnen Argumente, die da kommen, einzugehen und dann da auch ein individuelles Angebot bieten zu können. Das macht jetzt wahrscheinlich wenig Mehrwert, wenn wir so Standardargumente ergeben. Ich denke, da ist es ganz wichtig, dass die Beratung da auf den konkreten Einzelfall auch dann passt, um auch die Situation, in der die Argumente vielleicht kommen, mit zu berücksichtigen. Und die zweite Frage, könnte die noch mal jemand wiederholen, bitte? Entschuldigung. Ich glaube, im Wesentlichen ist es auch beantwortet. Ich weiß nicht, ob Sarah Guttenberger noch eine Ergänzung hat als schlagkräftiges Argument. Ich finde noch ein sehr gutes Argument, dass die Bürgermeisterin, der Bürgermeister oder halt auch der Rat insgesamt einfach sich auch im Lichte der örtlichen Medien und der Öffentlichkeitsarbeit positiv als modern und fahrradfreundlich darstellen kann. Es ist dann natürlich unsere Aufgabe, weiter anzutreiben, dass dann auch wirklich was passiert und dass es weitergeht und nicht bei einer einmaligen Aktion stehen bleibt. Aber es ist zumindest einmal ein Outing sozusagen für viele erstmals, sich fahrradfreundlich zu zeigen. Und das kann schon mal ganz viel im Kopf bewegen. Und es kann natürlich auch locken, den einen oder anderen Bürgermeister oder Bürgermeisterin, Landrat, Landrätin, sich dafür zu engagieren, wenn sie merken, ah ja, das kommt ja gut an. Wenn ich da vielleicht noch ganz kurz ergänzen darf, wenn es rein um die Mitgliedschaft im Verein bei uns geht, gibt es auf unserer Homepage auch ein Papier, das nennt sich Gute Gründe für eine Mitgliedschaft, wo auch noch mal ein paar Argumente aufgeführt werden. Hervorragend. Ja. Luise noch? Noch etwas, was mir noch dringend eingefallen ist. Ich finde, ein gutes Beispiel, das eigentlich immer, oder ein gutes Argument, das eigentlich dafür spricht, auch sich für einen verstärkten Ausbau von Radinfrastruktur einzusetzen, ist tatsächlich die Realität. Also das, glaube ich, merkt man überall immer mehr, dass der Radverkehrsanteil steigt, dass die Leute da ein Interesse haben, dass auch das Umweltbewusstsein steigt. Und dieser Realität, denke ich, sehen sich immer mehr Kommunen auch immer stärker konfrontiert. Und das ist, denke ich, das beste Argument, da auch dann zu investieren. Super, wunderbar. Simme ist, damit sind wir auch schon rum. Es sind zwar etliche Fragen noch offen geblieben, aber wie ich es am Anfang schon angedroht habe, sind wir in der Zeit relativ konsequent, was auch immer sehr positive Rückmeldungen gibt, dass man es eben nicht ins Unendliche zieht, sondern sich auf die Stunde beschränkt. Insofern sage ich vielen herzlichen Dank, Sarah Guttenberger, für den Top-Vortrag und die vielen, vielen Fragebeantwortungen. Mir jedenfalls hat es viel Spaß gemacht. Ich nehme auch nochmal viele neue Anregungen mit. Danke, Luise, danke, Franzi, für eure Einblicke
aus kommunalpolitischer Perspektive. Danke an Fabian für die ausgezeichnete Moderation und Fragesortierung. Und ich darf euch allen zum Abschluss, allen ZuhörerInnen, es sind auch noch fast alle da, was mich sehr freut, noch hinweisen auf die weiteren Webinare. Wir haben nämlich noch eine ganze Reihe an Webinaren vor. Nämlich am 23. Februar schon kommt Matthias Gastel, Bundestagsabgeordneter, um 19 Uhr, 23. Februar 19 Uhr, mit der Frage, wohin fährt die Eisenbahn? Wir haben ja das grüne Verkehrsministerium leider nicht bekommen, sondern es ist von der FDP regiert. Und was passiert jetzt da mit der Bahn? Hochspannendes Thema, seid ihr, könnt ihr euch schon mal vormerken und blocken. Dann ein kommunales Thema, Tempo 30 Praxisworkshop, speziell für euch, für die KommunalpolitikerInnen der Grünen, organisieren wir am 9.3. mit Praxisbeispielen aus Kommunen, die es geschafft haben, auf einer bestimmten Straße Tempo 30 durchzukriegen, was ja aufgrund der blöden autofreundlichen Straßenverkehrsordnung, die wir in Deutschland haben, nicht so einfach ist. Ein paar haben es geschafft und sagen euch, wie? Da könnt ihr vielleicht abkupfern und das Thema auf jeden Fall einmal spielen in eurer Kommune, weil es ein sehr, sehr wichtiges Thema ist, das nebenbei auch dem Fahrradverkehr sehr hilft. Dann planen wir eine Reihe zum Thema Digitalisierung im ÖPNV. Auch ein sehr spannendes Thema, gerade für diejenigen unter euch, die in kreisfreien Städten oder in Kreistagen sitzen, die ja die Aufgabenträger für den ÖPNV sind. Um beim ÖPNV zu bleiben, habe ich jemanden gewinnen können, einen sehr hochkarätigen Referenten aus Italien, nämlich den Macher für das exzellente ÖPNV-Angebot, das wir in Südtirol und in einzelnen anderen Provinzen Österreichs, Italiens vorfinden. Gottes Willen, Südtirol, da muss man aufpassen, was man sagt. Schwerer diplomatischer Fauxpas. Nein, also in etlichen Teilen Italiens aufgebaut worden ist. Und Helmut Moderer steht uns zur Verfügung für ein Webinar, das wir gerade in der Terminfindung uns befinden. Da freue ich mich ganz besonders drauf, mal den Blick nach draußen zu wählen, außerhalb der Landesgrenzen. Und zum Schluss wird noch eine Professorin der Technischen Universität München uns einen hochspannenden Handlungsleitfaden vorstellen, wie man auf kommunaler Ebene Verkehrswende organisieren kann, mit ganz konkreten praktischen Vorschlägen. Also ich glaube, da ist ganz viel Interessantes und auch Praktisches unmittelbar für eure kommunalpolitische Arbeit dabei. Und ich freue mich sehr, wenn wir uns wiedersehen. Ihr kriegt es mit am einfachsten, wenn ihr euch in meine Newsletter auf meiner Website markusbüchler.de einträgt. Die meisten sind es, glaube ich, eh schon oder sehr viele. Und wir werden all diejenigen, die wir in unserem Kommunali-Adressverteiler haben, natürlich auch entsprechend über die kommunalpolitischen Angebote informieren. So, das war's für heute. Nochmal vielen Dank an das Podium hier. Super ist gewesen aus meiner Sicht. Ich hoffe, dass es auch allen ZuhörerInnen Spaß gemacht hat und interessant war. Für weitere Fragen stehen wir alle zur Verfügung. Habt einen schönen Abend und bis bald. Servus.